Habt ihr schon gewusst, dass der Stasis Warlock so gut ist wie noch nie zuvor und zusammen mit seinen Gleben die Gegner nicht nur kontrolliert, sondern euch in die Unsterblichkeit heilt? Dabei könnt ihr sowohl in der Gruppe als auch Solo-Bosse ohne Probleme legen. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Guide. Let's go! Wir beginnen dazu mit unseren Fähigkeiten und der Super, und hier haben wir mit dem Winterzorn eine Super, die Gegner kontrolliert und vor allem kleinere Gegner schnell ausschaltet. Der Stasis-Fokus ist für mich sowieso ein unterstützender Fokus, der sich darauf konzentriert, Gegner zu kontrollieren, einzufrieren und so die Kontrolle zu behalten, und wir nutzen diesen Vorteil in diesem Bild, um auch solo großen Schaden mit unseren Waffen und Fähigkeiten auszuteilen. Wir verwenden dazu das heilende Rift, damit wir immer wieder eine Notfallheilung haben, und wir verstärken dieses Rift noch, um unsere Granaten schneller aufzuladen, das zeige ich euch später noch. Beim Sprung verwendet ihr einen Sprung, der euch am besten passt, und beim Nahkampfangriff haben wir keine große Auswahl, die Penumbra-Explosion werden wir zwischendrin immer wieder einstreuen und auch damit Gegner einfrieren. Viel wichtiger ist die richtige Granatenwahl, und hier empfehle ich euch auf jeden Fall die Kälteschubgranate. Sobald ihr diese werft, entsteht am Boden eine Stasis-Verkettung, die sehr viele Gegner in engen Raum einfrieren kann. Ihr kontrolliert so die Gegner, könnt sie schneller und verlässlicher töten, und zudem könnt ihr mit den richtigen Aspekten die Granaten auch anders verwenden. Bei den Aspekten kommen wir nämlich zu den richtig wichtigen Auswahlen in diesen Bilden. Hier nehmen wir zuerst den Dämmerwächter. Dadurch können wir auf unserer Granatentaste bleiben, die Granate aufladen und dadurch ein Stasis-Geschütz werfen. Dieses Stasis-Geschütz ist extrem stark, bleibt sehr lange bestehen und friert Gegner extrem verlässlich ein, und das hilft euch hier, wie im gesamten Stasis-Bild, die Gegner zu kontrollieren und zu überleben. Wir ziehen auch unseren Nutzen aus diesen ganzen Einfrierungen zusammen mit Gletscherernte, denn immer wenn wir Gegner einfrieren, egal durch unser Geschütz oder durch die Super oder andere Fähigkeiten, erscheinen Stasis-Bruchstücke, die unsere Nahkampfangriffe aufladen und uns durch die weiteren Fragmente und Mods noch viel stärkere Vorteile geben. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Bei den Fragmenten setzen wir nämlich zunächst auf Wispern der Ketten. Dadurch erhalten wir 40% weniger Schaden, wenn wir in der Nähe von eingefrorenen Zielen sind oder auch in der Nähe von Stasis-Kristallen, die wir oder unsere Verbündeten erzeugen. Zusätzlich erhalten wir 10 Erholungen, die nehmen wir natürlich gerne mit. Als zweites Fragment nehmen wir Wispern der Leitung. Dadurch kommen die Stasis-Fragmente automatisch zu uns und wir bekommen auch hier eine sehr wertvollen Werteschuh. Daneben haben wir dann noch Wispern der Risse. Dadurch vergrößern wir die Größe und den Schaden unserer Stasis-Explosionen, und das sind immer Explosionen, die wir dadurch erzeugen, wenn wir eingefrorene Ziele besiegen. Damit könnt ihr vor allem bei größeren Gegneransammlungen diese schnell besiegen, wenn ein paar Gegner eingefroren sind und die ein, zwei besiegt, die Explosion erledigt den Rest. Zu guter Letzt haben wir dann noch Wispern der Folter. Dadurch erhalten wir eine erhöhte Aufladungsrate unserer Granate, immer wenn wir Schaden erleiden, und habt dadurch eure Granate immer verlässlich zur Verfügung. Damit der Build richtig funktioniert, brauchen wir natürlich die passenden exotischen Ausrüstungsgegenstände, und hier spielen wir nicht mit den Osmium-Anti-Handschuhen, damit wir zwei Granaten und damit zwei Geschütze werfen können, sondern wir spielen mit den Kranstein-Anbinden. Mit den Kranstein-Anbinden erhaltet ihr jedes Mal sofort 50 Gesundheit retour, wenn ihr mit einem Nahkampfangriff Gegner tötet, und zudem erhaltet ihr 8 Sekunden lang einen Heilungszauber, welcher euch um 30 Leben pro Sekunde heilt. Das ist also fast so stark wie die Wiederherstellung in den Solarpilzen. Ihr seid damit zusammen mit der Spontanheilung fast unbesiegbar. Und diese Nahkampfangriff-Kills brauchen wir nicht mit unseren normalen Nahkampffähigkeiten zu erledigen, sondern, und hier kommt der zweite wichtige Teil in diesem Bild, mit unserer Gleve. Die Gleven haben nämlich, egal welches Element sie haben, immer einen neutralen Nahkampfangriff. Es ist also egal, welche Gleve ihr verwendet, denn Nahkampfkills mit einer Gleve, egal ob sie Munition haben oder nicht, zählen als Nahkampfangriff für die Kranstein-Armbinden und geben euch damit immer verlässlich die Heilung. Im Zusammenspiel mit unseren Stasis-Fähigkeiten könnt ihr also mit euren Granaten oder Geschützen oder auch den normalen Nahkampfangriff Gegner einfrieren, habt so die Kontrolle über das Schlachtfeld und könnt entweder die normalen Gegner, die nicht eingefroren sind, oder auch die eingefrorenen Gegner mit euren Gleven töten und so eure Heilung erhalten. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch die Gleve verwenden, um einzelne Schüsse abzugeben, wenn Gegner in der Distanz sind, und so habt ihr ein super Bild, um das Schlachtfeld zu kontrollieren und nicht von den Gegnern überrannt zu werden, und daneben eine unfassbar starke Heilung. Bei den Statuswerten setzen wir dann wieder ganz klassisch auf die Belastbarkeit, versucht hier die 100 Punkte zu erreichen für 40% weniger Schaden, und zwar immer bedingungslos, egal aus welcher Quelle, und danach setzen wir hier auf Disziplin, damit unsere Granaten und damit auch unsere Geschütze schneller einsatzbereit sind, und zu guter Letzt würde ich hier auf Erholung setzen, damit ihr euch schneller heilen könnt, wenn ihr außerhalb von Kampfsituationen seid. Bei den Modifikationen beginnen wir heute zunächst bei den
Handschuhen und hier kommen wir zur ersten extrem wichtigen Modifikation und das sind die Elementarbruchstücke. Denn mit dieser Modifikation zählen die Stasis-Kristalle nicht nur mehr für eure Nahkampfangriffe für die Aufladung, sondern sie werden wie normale Elementarquellen behandelt, auch wenn sie nicht so aussehen, und laden damit all eure Fähigkeiten auf, also egal ob Nahkampfangriff, Klassenfähigkeit oder eben auch eure Granate. Nehmt daher diese Modifikation auf jeden Fall mit. Daneben haben wir hier auf dem Helm zuerst natürlich unseren harmonischen Siphon, damit wir vor allem im Solo-Spiel mit den passenden Waffenkills fern der Macht erzeugen können, um uns später damit auch mit Licht aufzuladen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Daneben habe ich hier natürlich den passenden Munitionsfinder für unsere schwere Waffe und zu guter Letzt nehme ich aufgeladen. Mit aufgeladen könnt ihr mehrere Stapel von Licht aufgeladen haben. Bei mir sind es bei diesem Bild bis zu maximal 4 und damit habt ihr vor allem in den Boss mit Phasen mehr Zeit und mehr Schadenspotenzial. Wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr hier theoretisch auch auf explosiver Quellenschöpfer gehen, denn die Explosionen und Tötungen, die wir verursachen, indem wir eingefrorene Gegner besiegen, zählen als Explosionsschaden und somit könnt ihr hier Solarquellen erzeugen und mit einer zweiten Modifikation wie Lebensquelle euch nochmal zusätzliche Heilung bescheren. Ich habe es in diesem Bild jedoch nicht gebraucht, da die Heilung über die Kranzsteinarmbinden bereits stark genug ist. Auf dem Brustteil habe ich dann hier die versprochene Ladungsaufnahme, damit wir uns mit den Sphären der Macht, die wir entweder solo erzeugen oder unsere Verbündeten mit Licht aufladen können, und dann natürlich der Klassiker auf den Füßen mit der leuchtenden Klinge. Damit wird unser Schwertschaden verstärkt, sobald wir das erste Mal zuschlagen, und das ist vor allem bei Bossgegnern im Solospiel extrem nützlich. Wenn ihr nicht mit Schwertern spielen möchtet, könnt ihr stattdessen natürlich auch auf hochenergetisches Feuer setzen. Damit habt ihr allgemein mehr Schadenspotenzial bei Gegnern mit euren Waffen. Hier werden die Stapel jedoch verbraucht, sobald ihr einen Kill damit macht. Zu guter Letzt haben wir noch den Klassengegenstand und hier haben wir noch zwei wichtige Modifikationen. Zunächst wieder aufgeladen, damit ich also insgesamt 4 Stapel mit Licht aufgeladen habe, und daneben die extrem wichtigen Modifikationen Bomber. Bomber sorgt dafür, dass eure Granate nochmal viel schneller bereit wird, wenn ihr eure Klassenfähigkeit, also euer Rift, einsetzt. Und wenn wir hier beide Modifikationen einsetzen, lädt sich unsere Granate mit einem Einsatz der Klassenfähigkeit um 30% auf. Das bedeutet für euch, wenn eure Granate gerade noch nicht ready ist, aber ihr sie bräuchtet, könnt ihr schnell eure Rift einsetzen, eure Granate wird wieder bereit und ihr könnt eure Granate sofort wieder werfen. Bei den Waffenempfehlungen ist es vor allem als Solospieler wichtig, dass ihr als Primärwaffe eine Stasis-Waffe ausgerüstet habt, damit ihr die Sphären der Macht alleine erzeugen könnt. Dazu empfehle ich euch in der aktuellen Saison der Plünderer die Blutfede zu verwenden, eine Maschinenpistole, die ziemlich okay ist und die ihr auch einfach erhalten könnt, indem ihr bei der Sternenkarte in der Helm die entsprechende Waffe einfach fokussiert. Alternativ könnt ihr auch das Automatikgewehr Crate verwenden, das ist ein Zufallsdrop, welchen ihr so erhalten könnt, oder eben auch über die Sternenkarte, indem ihr ein Waste-Ingramm fokussiert. Hier habt ihr eine Chance von 25%, dass eine Crate herauskommt, so solltet ihr auch sehr einfach an diese herankommen. Dasselbe gilt für den Lunulata-Bogen, den ihr ebenso über die Sternenkarte im Waste-Ingramm erhalten könnt, mit welchen ihr sozusagen auf Distanz spielen könnt, so eure schnellen Kills für die Sphären erhaltet. Welche Waffe ihr verwendet, das überlasse ich euren Spielstil. Spielweise vom Bild ist dann ziemlich selbsterklärend. Bevor Gegner kommen, setzt euer Geschütz oder setzt eure Klassenfähigkeit ein, damit eure Granate bereit ist, und das Geschütz sorgt dann dafür, dass die ersten Gegner eingefroren werden. Während dann eure eingefrorenen Gegner stehen bleiben und ihr so die Gegnermassen kontrolliert, packt ihr eure Glaive aus und zerstört die einzelnen Gegner und erhaltet so regelmäßig eure Heilung, um nicht zu sterben. Bevor ihr dann zum Boss kommt, sorgt ihr noch für ein paar Sphären der Macht, indem ihr zwischendurch eure Stasis-Waffen auspackt und damit schnell Kills macht, und beim Boss profitiert ihr dann von aufgeladenen Lichtstapeln, könnt mit dem Schwert super Schaden verursachen und solltet den Boss ohne Probleme legen können. Wenn ihr dabei noch Unterstützung braucht, werft ihr einfach zwischendurch immer noch euer Eisgeschütz, das sollte sich immer wieder aufladen, da ihr während der Bossschadensphase selbst auch Schaden bekommt. Und somit habt ihr einen rundum gelungenen Bild der Gegnerkontrollierten, sowohl solo als auch in der Gruppe, extrem nützlich ist. Wenn euch der Guide gefallen hat, vergesst nicht mehr ein Abo zu hinterlassen bitte, damit ihr keine weiteren Guides mehr verpasst, und wir sehen uns schon bald wieder. Euer Emanuel.